Ja, hoppla, was ist denn bei Jens Spahn los? Bei einem öffentlichen Auftritt vor ein paar Tagen fordert er mehr Lohn für Pflegekräfte. 4.000 Euro im Monat, ja klar. Würde er sofort machen, ja, Power to the Pflege, aber blöde Sache, ja, CDU hat ja bei der Bundestagswahl verloren und er verliert dann auch sein Amt als Gesundheitsminister. Also in Zukunft mit der SPD, das wird natürlich alles ganz schlimm, aber mit ihm, das wäre super gelaufen, ja, 4.000 Euro, gar kein Ding. Für wie blöd kann man Leute eigentlich halten? Spahn war jetzt 4 lange Jahre Gesundheitsminister. In dieser Zeit haben Pflegekräfte immer wieder nach Hilfe gerufen, dass die Bezahlung zu schlecht und die Belastung zu groß ist. Tausende sind auf die Straßen gegangen, weil ihnen niemand zugehört hat. Und was haben Spahn und sein Team gemacht? Travel-Blogging. Ich bin hier heute in Mexiko Stadt. Es geht darum, dass Pflegekräfte aus Mexiko in einem Schnellverfahren nach Deutschland kommen können. Ich bin heute hier für einige Stunden in der Republik Kosovo. Ja, wie auch mit dem Kosovo wollen wir mit den Philippinen besser und schneller zusammenarbeiten, um Pflegekräfte für unser Land, für Deutschland zu gewinnen. Ja, richtig. Man ist systematisch in ärmere Länder gereist, um dort ärmere Menschen als Pflegekräfte bei uns anzuwerben. Also potenziell Leute, die einfach dankbar für einen Job in Deutschland sind und weniger streiken und das Maul aufmachen, wenn die Arbeit zu hart ist. Genau das war die Richtung, als man sich noch sicher auf seinem Posten gefühlt hat und dachte, ja, nächste Wahl gewinnen wir eh, ne? Da war nicht die Rede von 4.000 Euro im Monat. Da hat man stattdessen noch Gesetze gemacht, mit denen man die Löhne in der Pflege sogar noch zusätzlich runterdrücken kann. Spahn hat in seiner Amtszeit mit aller Macht einen flächendeckenden Tarifvertrag für Pflegekräfte verhindert. Stattdessen hat er für eine Pflegereform gesorgt, die die Arbeitsbedingungen angeblich verbessern sollte, doch die laut dem DGB eine dreiste Mogelpackung ist. Durch das Gesetz würden Dumpingtarifverträge möglich, die bei der Bezahlung von Pflegekräften das Niveau sogar nach unten ziehen können. Richtig gehört, Spahns Pflegegesetz befördert Dumpingpreise noch, anstatt die Löhne zu verbessern. Was Pflegekräfte tatsächlich in ihren anstrengenden Jobs benötigen, das hat in Spahns Ministerium gefühlt niemanden interessiert. Ein weiteres großes Problem ist zum Beispiel, dass es keine genaue Übersicht darüber gibt, wo neue Pflegekräfte am dringendsten gebraucht werden. Und jetzt kommt eine besondere Glanzleistung von Spahn. Pflegeverbände und Kliniken haben dem Bundesgesundheitsministerium bereits konkret vorgeschlagen, wie man die Personalbemessung in der Pflege grundlegend verbessern könnte. Spahns Ministerium hat diesen Vorschlag jedoch ignoriert und will bis 2025 auf einen neuen Vorschlag warten. 2025! Das ist natürlich besonders praktisch, denn 2025 sind zufälligerweise wieder die nächsten Bundestagswahlen und man könnte fast den Eindruck bekommen, dass mit diesem von oben verordneten Nichtstun das Chaos in der Pflege noch extra aufrechterhalten werden soll, dass man dann später sagen kann, ja, in meiner Amtszeit war es zwar auch knapp, ne, aber da war ja auch Ausnahmesituation, Corona, ich wollte sogar noch die Löhne auf 4.000 Euro erhöhen, aber dann kam ja die SPD, wählt CDU. Ich weiß nicht, ob das der Gedanke hinter dieser Entscheidung war. Ich weiß nur, dass es verdammt schwer nachzuvollziehen ist, warum man angesichts der brenzligen Lage, in der sich die Pflegekräfte befinden, erst nochmal 4 lange Jahre warten will, bevor man überhaupt sich mal den nächsten Vorschlag anhört. Ja, wir reden nicht mal davon, dass man irgendwas umsetzt oder verbessert. Es geht nur um den nächsten Vorschlag, den man dann in 4 Jahren zulassen will. Also, ich hoffe, dass die kommende Regierung da nochmal deutlich mehr Tempo macht und auch die Entscheidungen von Spahn nochmal zurückdreht. Und was Spahn selbst angeht, muss ich sagen, haut es mich wirklich von den Socken. Wie dreist man die Öffentlichkeit und vor allem die Pflegekräfte für dumm verkaufen will? Erst 4 Jahre lang die Hütte brennen lassen und Politik machen, die keine einzige der drängendsten Fragen löst. Und dann, sobald man aus dem Amt fliegt, auf einmal behaupten, ja, ich würde ja gern, aber geht halt nicht. Nix gerissen außer große Sprüche. Es ist genau diese atemberaubende Mischung aus Lahmarschigkeit, Inkompetenz und Scheißelabern, durch die Spahn nicht nur bei mir, sondern auch für die größten deutschen Nachrichtenmagazine eine Bilanz des Versagens hinterlässt. Das geht so weit, dass man die Fragen stellte, was macht Jens Spahn eigentlich beruflich oder was kann eigentlich Jens Spahn? Glücklicherweise kann er durch das Ergebnis der Bundestagswahl jetzt vor allem erstmal eine Sache, Pause machen. Und ich hoffe, er nutzt die neue, frei gewordene Zeit dazu, vielleicht mal in sich zu gehen, ja, mal wirklich, wirklich scharf nachzudenken und hoffentlich auch irgendwann mal zur Erkenntnis zu kommen, dass wir die Rücken unserer Pflegekräfte stärken und nicht darauf Wahlkampf machen sollten. Sportfreunde,
Danke fürs Reinschauen. Auch bei diesem Video wieder, kleiner Hinweis am Rande. 2016 kam mein erstes Buch raus, der Klassiker, Eure Dummheit kotzt mich an. Aber 2021 ist natürlich jetzt aktuell. Das ist das neue Buch, was rausgekommen ist, Der Barbar in uns muss Liebe finden. Meine Einschätzung zur aktuellen Lage von Deutschland, was besser laufen könnte, wo es gewaltig kracht momentan. Gibt's überall zu bestellen, im Buchhandel erhältlich. Freue mich, wenn ihr reinschaut.